Leon, grüß euch zurück. Arcane Power haben wir letztes Mal gesehen, Arcane Macht haben wir verspürt. Aber jetzt geht's. Entschuldigung. Jetzt geht's gegen die Hexen. Jo, mittlerweile schon sehr teuer. Ja, wo steht am Programm? Hexen besiegen. Das Runenwerkzeug holen, damit wir endlich die Runen alle einsetzen können. Danach einen kurzen Ausflug nach Kanehurst, uns die Henkershandschuhe holen. Ein absolutes Top-Spell, Top-Magie. Und kommt mir eigentlich auch erst viel später zu. Und dann haben wir eigentlich jetzt dann schon zwei wirklich, wirklich gute, ja, arkane Gegenstände. Und das ist doch wirklich nice, weil wir haben das ganze Spiel eigentlich nur vor uns. Zywassersaufer. Trifft keiner. Da trifft ja gar keiner. Wick. So. Da kommt uns keiner noch. Auf geht's. Schlechter Start. Helio. Na, wo war denn die? Da ist. So, wo sind's? Kommt's raus? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich. Komm. Bin ich der schon deppert? Das war's. Herrlich. Also dieser Augur von Ebretas, der ist so sexy, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt bekommen wir endlich das Runenwerkzeug. Von dieser armen, gequälten Seele. Super, super, super. Läuft einfach gerade. Läuft. Zum Traum zurück. Und dann geht's eigentlich
Verbotenen Wald. Na, zuerst noch Kanehurst. Wo wir eigentlich noch überhaupt nichts verloren haben, wie gesagt. Aber das macht ja nichts. Macht ja gar nichts. Ah, okay. Ja, jetzt gehen wir da. Haben wir da schon. Ah, da haben wir noch keine. Warum haben wir da noch keine? Da haben wir noch keine. Ja, okay. Was nehmen wir? Fiolen plus 1, auf jeden Fall Kugeln plus 4. Dann. Ja, die Schadenreduktion für den Anfang einmal. Und Fiolen plus 3, warum nicht? Warum nicht? Die besten bekommen jetzt da im Wald dann. Was ist auf jeden Fall mehr Brauch? Ach, sehr teuer. Willkommen da. Was für. Nun gut, lasst mich. Alles geht hier gar nicht mehr aus. Waren wir schon 12.000? Das haben wir ja gar nicht. Ich würde vielleicht einmal eine Farming Session irgendwann einlegen. Ah, vielleicht geht es ja aus. Müssten wir was verkaufen? Ich wüsste nicht was. Ja, Kiesel. Sind 18 mehr. Münzen. Ah, da haben wir ja sogar noch. Da haben wir ja sogar noch was, oder? Ja, geht's ja aus, aber zuerst. Machen wir so. Ich bin ja ein Idiot eigentlich. Willkommen, was wünscht. Ich wünsche Nun gut, ein lass Level mich. Up. K haben wir das nicht letztes Mal schon gehabt? Was ist da los? 45er Kahn haben wir doch letztes Mal schon gehabt, oder? Na, Level 45. Level 45, genau so war das. So war das. Sorry. Lebt wohl. Leb du auch wohl. Und jetzt kaufen wir Kiesel. Na, nicht 59, nö. 20. Weil die sind im verbotenen Wald gar nicht so schlecht. Aber zuerst Kanehurst. Hexenbehausung. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Da müssen wir einfach jetzt auch wieder durchlaufen, aber ich will diese Henkershandschuhe. Die sind unendlich stark. Grüß dich, Mädels. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, kann sein jetzt. Warum rennt's mir jetzt da noch? Warum rennt's mir jetzt da noch? Die Frage. Kanter.
schöne Cutscene. Wir steigen ein. Ins geilste Gebiet. Boah, schreck mich. Kane hörst ist einfach From Softwares Meisterstück. Schaut sich das bitte an. Mein Gott, ist das geil. Ich liebe. Da gibt es übrigens auch ein Top-Set. Vielleicht kriegen wir das sogar. Mit viel Glück kann ich mir das gleich holen. Das Henker-Set. Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir können ja eigentlich ein bisschen da farmen. Weil wir können ja ein bisschen cheesen. Welches Level sind wir denn überhaupt? 46, viel zu früh. Mit 60 frühestens eigentlich noch kennenhörst. So, kurz zurück. Aufladen. Und dann kennenhörst ein bisschen. Bisschen zumindest rocken. Jo, warum nicht? Ich werde sowieso einige Farm-Sessions einlegen. Das Problem ist die erste Mondrune, die was eben mehr Blutechos von gefallenen Gegnern gibt, die habe ich ja versäumt, weil ich darf ja nicht sterben und die bekommt man beim ersten Besuch in Yharghul. Und da habe ich nicht hingekonnt, weil ich darf nicht sterben, weil sonst bekommt ihr ein Bier. Ich meine, es wird nur passieren, dass ich stirbe, ja. Es wird Biere regnen. Aber aktuell bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. So. Aber das quasi genau jetzt ändern. Spätestens bei der Ebretas oder beim Lugarius sind die Chancen sehr, sehr hoch. Was da, was ich habe, ist auch furchtbar. Wow. Okay, der Schaden ist top. Naja, es geht sogar. Naja, es geht eigentlich gar nicht klar. Das macht eigentlich nur gar keinen Sinn. Er gibt halt fast 2500 Seelen, ne? Er
Komm, eine machen wir noch. Peng, voll in die Fresse. Der war gut, der war gut. Der war sehr schlecht. Das ist super. Huhuhu, höchste Konzentration. Bleibt da stehen, Kollege. Die machen einen Schaden. Ist so schlecht. Und down. Super. Da kriege ich zwar nur Bullshit. Das Gute ist, dass ich die blade Spinne da nicht werf. Ja, das nehmen wir halt alles gerne mit, ne? In den Popo. Flatsch! Blutgetränkter Jäger. Aber wir haben 14.000 Seelen gemacht. Aber das war's dann auch schon. Jetzt holen wir uns gleich die Handschuhe. Die wollte ich nur kurz abfarmen da. Weil übertreiben brauchen wir sie auch nicht. Das klären wir alles richtig schön später. Ja, die können wir noch machen. So, jetzt kommen die Mädels, ja. Ah, droppt leider nichts. Okay, sehr gefährlich. Und wir durch. Schaden pur. Da drin gibt es eh nur dieses Gewand, das holen wir uns später. Boah, Gott sei Dank. Was droppst du? Nichts.
Shoppen oder nix? Heftig. Da oben gibt es auf jeden Fall einen Blutbrocken. Den holen wir uns. Tschüss, Merü. Blutsteinbrocken, Blutbrocken. Ja, der war natürlich jetzt schon ein bisschen sehr cool. So, der chillt da drin. Zwillingsblutsteinscherbe. Danke. Danke. Oder ist nur so ein Kollege? Zwillingsblutsteinscherbe. Da ist nichts und da ist jetzt dieser Idiot. Und die machen so Schaden. Scheiße, scheiße, nicht getroffen. Okay, jetzt. Okay, boah. Ah, der lebt noch, der. Die sind halt alle nur sehr stark. Der droppt auch nichts. Ah doch, zumindest was. So. So. Die Frage, riskiere ich das und hole mir das Henkersgewand? Ich denke mal schon. Erste ist down, das ist immer die halbe Mitte. Der tödliche Atem. Sehr gut. Jawohl. Es ist unser. Super. Yes. Henkergewand und Zwillingsblutsteinscherbe. Das ist ein super, super Teil. Schaut da richtig nice aus. Aber jetzt geht's zu den Handschuhen. Und dazu öffnen wir hier den Shortcut. Also da sind sie leider noch nicht drin. Aber den Shortcut öffnen wir schon mal. Ach, vom runter, okay, kein Problem. Ich schau mal so richtig fresh. Ja, dann haben wir für später schon mal einen Shortcut zumindest geöffnet. Bla bla bla. Will davon nichts hören. Yes. Und wir haben den zweiten Spell. Super Trooper. Super, super. Und tschüss, Kanehurst. Ja. Beide Spells. Beide Spells. Jetzt geht's schon in den verbotenen Wald. Kanehurst macht man natürlich viel später. Aber ich würde sagen, es war erfolgreich. Wir haben einige Seelen gesammelt. Seelen, Blutechos. Und jetzt haben wir den zweiten Spell. Magie.
Und wie gesagt, das wäre wieder eine Late-Game-Sache, die was wir bereits jetzt besitzen. Also wir sind schon absolut mächtig. Bam. Braucht halt 3 Kugeln, aber dementsprechend. Ich muss ein was für. Nun gut, lasst mich. Oh. Lebt wohl. Lebt du auch wohl. Gegenstände erlangen. Oh, schwierig. Mal da mal 10. 12 Kugeln. Auf jeden Fall ausrüsten. Pistole lässt hier ein bisschen parieren auch. Ja, dann würde ich sagen, ab in den verbotenen Wald. Vielleicht schaffen wir heute nur den ganzen ersten Teil vom verbotenen Wald bis zum ersten Shortcut. Es wäre natürlich super. Huiui, sehr viel übersehen. Wirklich sehr viel, aber das, es gibt ein paar so wichtige Sachen einfach. So, zum Beispiel das Wichtigste ist, den Raben da zu verfehlen. Auf jeden Fall geht es nicht durch. Das lasse ich nicht zu. So, Gegengift. Ausrüsten. Wir werden sehr vorsichtig spielen. Jawohl, die sind schon One-Hit auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut mit unserem Arcane-Level. Super. Da müsste eigentlich auch eine Zwillingsblutsteinscherbe liegen. Perfekt. Da laufen wir nicht drüber, ist eine Falle. Ach, was vergessen! Was vergessen! Natürlich eh im Wald, keine Sorge. Aber wir sind ja da vorhin so durchgerusht, dass wir da oben diesen fetten Dude gar nicht umgenatzt haben. Und den schon gar nicht. So, der ist schon down. Okay. Kommt dieser Idiotenschütze da. Ah, herrlich. Das tut gut. So, Dicky. Wo bist du? Ciao, Bro. Ciao. Du hast gut gekämpft, Krieger. Da gibt's natürlich auch nice Stuff. Wissen des Verrückten und einen Experten Dunstblutedelstein. Ansonsten gibt's da nichts, ja. Das wollte ich nachholen. Jetzt in den Wald. Wenn wir noch Kugeln wieder besorgen. So.
kommt der Idiot da, oder? Ist eigentlich wurscht, ob ich den Parier oder mit dem Augur besiege. Beides kostet mir eine Kugel und Augur ist wesentlich bequemer. Würde ich einfach mal behaupten. So, Kiesel. Am besten wäre es die Hunde anlocken, weil die laufen gerne mal ins Feuer. Ja, der ist super funktioniert. Der vielleicht. Da geht's nicht lang, Digga. Na komm schon. Okay. Seid ihr Idioten. Komm. Ins Feuer mit dir. Ins Feuer mit dir. Danke. Der nächste Jahr vielleicht? Wie immer Scheißkerl. Ja, komm. Ja, da kommst nicht hoch. Zu blöd mit euch da. Da. Wer hat die größten Eier? Bla bla bla. Der Typ geht mir am Sack. Okay. Zu kurz. Tot. Molotow, danke sehr. Quecksilber, Zwillingsglutscheinscherbe, perfekt. Blutfiole, heilen. So, bevor wir da gerade weitergehen, müssen wir noch da links nach oben gehen. Bluttablette immer gut. Immer gut, immer gut. Dickes Kalbblut. Dick. Richtig dick, Digga. So, wieder auf die Hunde acht geben. Thank you.
kommen zwei Hunde, die sind kein Spaß. Die haben natürlich mehr Leben als die anderen. Aber sie sind ein Spaß, weil wir haben den Augur. So, da bekommen wir jetzt wieder was. Arcanis. Na, blaues Elixier, das ist auch sehr gut. Und wir müssen nur irgendwo die Bestienklauen herumliegen. Wo sind diese? Sind zwar eher für PvP sehr gut. Aber trotzdem natürlich wollen wir das haben. Oh, da. Mr. Bean! Willst du mir wieder noch Jaragul bringen, hä? Huh? Dieses Mal nicht, Kollege. Gib mir dein Stuff. Blutsternscherbe. Idiot. Aber da drin sind's, jawohl. Bestiengebrüll, so heißt es, genau. Na, da brüllt man und dann fallen die Gegner um. Ist auf jeden Fall ein verdammter Fluch. Ja, ihr macht nicht lange, es ist gewagt, ich mache eigentlich schon ziemlich lange. Aber seht, was das für ein Spaziergang ist. Man, das ist ja herrlich, oder? Ist doch wunderschön. Das sind nämlich die Typen, was dann da runterschießen. Was liegt da? Das habe ich auch noch nie gesammelt, glaube ich. Uhuhu! Okay! Na, das lassen wir sie einreden. Alles in Flammen aufgehen, weil das so ölig ist. 1608 Schaden. Das nenne ich mir heftig. Das sind alle unter uns leider. Kommen wir zu dem irgendwie? Nö, egal. Loot. Ah, da können wir einiges aufleveln dann, Kollegen. Kollegen, Freunde und Bekannte und Verwandte. Da können wir einiges aufleveln. Genau, jetzt sind wir da. Immer mit der Ruhe auf jeden Fall.
wollen wir auch dann Chancen ansehen. Boah, da muss man echt aufpassen, die machen guten Schaden, die Schützen da auf jeden Fall. Digga. Danke. Danke. So konnte das Ganze wirklich weiterlaufen, Kollegen. Nur, das wird nicht passieren. So, die logge ich mal her, warum auch nicht? Penner schießt den nur mit. Ist das der, was nur mit Morris schießt? Ja, da könnt ihr gleich mal versuchen. Wie das da ist. Und tschüss. Ja, kostet sehr viel Kugeln. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht runterfallen. Es ist einfach so wunderschön. Der Schaden. Ich muss immer wieder sagen. Der Schaden ist so geil. So, jetzt wichtig. Habe ich verkackt, oder? Ja. Der mit dem Monsterschaden. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Darum haben wir gemeint, eigentlich. Konzentration. Jawohl. Es funktioniert einfach alles. So blendend. Super. Ja, Leute, genau da machen wir das nächste Mal weiter.
Zur Feier des Tages ein super Schuss. 100 Meter weit. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und es geht dann eh gleich weiter. Es geht ja eh gleich weiter. Ciao!